Während der Hypnose, die gleich beginnen wird, wirst du in einen ruhigen Zustand versetzt werden, der für dich sehr entspannend und angenehm ist. Bitte fahre kein Fahrzeug oder bediene keine Maschinen während der Hypnose. Sei dir bewusst, dass eine Hypnose sehr beruhigend und entspannend sein kann, sodass du vielleicht einschläfst. Hypnose ist ein Zustand, der wellenförmig verläuft und nicht linear. Das heißt, manchmal ist die Hypnose etwas flacher und dann wieder tiefer und wieder flacher. Nach und nach kommt man also in einer Hypnose immer tiefer in den Trancezustand hinein. Vielleicht fragst du dich noch, wie es sich anfühlt. So stellt sich bei den meisten Menschen eine Art Schwere in den Beinen und Füßen ein. Und nach wird der ganze Körper schwer und völlig entspannt. Und mit dem Körper entspannt sich dann auch der Geist. Du kannst aufrecht sitzen oder liegen, so wie es dir bequem ist. Lege bitte beide Hände auf die Oberschenkel oder deinen Bauch, damit die beiden Hände etwas Unterschiedliches spüren. Genieße und folge nun meiner Stimme. Du fühlst jetzt die Hypnose und das ist für dich in Ordnung. Gedanken sind Weisheit und Weisheit muss nur erkannt werden. Und so werde ich dich nun in die Hypnose hineinführen. Prüfe, ob du bequem liegst oder sitzt und nimm einen tiefen Atemzug. Und mit dem zweiten Ausatmen kannst du beginnen, dich zu entspannen. Halte die Luft für einen kurzen Augenblick an und schließe beim Ausatmen deine Augen. Lass all deine Gedanken aufsteigen wie Luftblasen im Wasser. Oder lege sie in ein Schubfach. Du kannst sie dort später wieder abholen, Nachdem unsere Sitzung beendet ist. Du kannst sie auch vorbeifliegen lassen wie Wolken am Himmel. Tu es einfach so, wie es dir am besten erscheint. Deine Augenlider werden schwerer und schwerer. Deine Augenlider sind völlig entspannt. Solltest du verspannt sein, fühle noch einmal hinein, wo du in deinem Körper verspannt bist. Ich möchte, dass du dich jetzt nur auf meine Stimme und auf deine Atmung konzentrierst. Atme tief ein und aus. Und du spürst, wie du mit jedem Atemzug frische, neue Luft in deine Lungen strömen lässt und du damit immer mehr Ausgleich und Ruhe gewinnst. Atme mit jedem Ausatmen all die Anspannung und Verspannung aus. Und mit jedem Einatmen ziehst du Ruhe, Ausgeglichenheit und Gelassenheit an. Du kannst jetzt tief in die Versunkenheit gehen und alle Anspannungen, die du nicht brauchst, nach unten fließen lassen. Alle
Anspannung, die du jetzt nicht brauchst, fließt nach unten ab. Und mit jedem Ausatmen noch mehr. Weiter und tiefer. Alle Anspannung kann von oben über deine Beine nach unten abfließen und wird vom Boden wie einem Akku aufgenommen. Solltest du die Anspannung wieder brauchen, so kannst du sie dir jederzeit wiederholen. Mit jedem Ausatmen weiter und tiefer. Mit jedem Ausatmen kehrt mehr Frieden in dir ein. Alle Anspannungen fließen über deine Augenlider hinunter. In deine Wangen und deine Hände, deine Beine. Und von dort über die Füße in den Boden. Deine Augenlider werden schwerer und schwerer. Wie Vorhänge mit Bleigewichten. Wenn sie so tief entspannt sind, dann können sie sich gar nicht öffnen, solange du die Entspannung beibehältst. Mit jedem Ausatmen mehr. Tiefer und tiefer. Du kannst es versuchen, wie es ist, noch tiefer entspannt zu sein. Indem du beim nächsten Einatmen noch einmal die Augen aufmachst. Auch wenn es schwer fällt, nimm die Entspannung von den Augenlidern und öffne beim nächsten Einatmen die Augen. Beim Ausatmen schließe deine Augenlider wieder tiefer und weiter. Entspann tiefer einsinken, ganz tiefer einfach. Ganz unbeweglich wie im Schlaf. Alle Anspannung verlässt dich über die Arme, Hände, Beine und Füße und wird von der Erde aufgenommen wie einem Akku. Du bist tiefer und tiefer entspannt. Du kannst beginnen, die Unbeweglichkeit zu spüren. Wie schwer es wäre, aufzustehen. Nicht, weil du es nicht kannst, sondern weil du die Unbeweglichkeit für dich in Anspruch nimmst, nichts zu tun. Die Erdanziehung zieht dich einfach an. Gern kannst du testen, ob die Muskulatur um deine Augen herum völlig entspannt ist. Du kannst dies testen, indem du die Augenbrauen nach oben ziehst. Und die Augen bleiben locker entspannt. Leicht und geschlossen. Mit jedem Test gehst du noch tiefer in die Gelassenheit. Wunderbar, so ist es gut. Du kannst jetzt diese herrliche Entspannung auf deinen ganzen Körper ausbreiten lassen.
Diese Entspannung vom Kopf über die Schultern. Die Arme, die Hände. Über deinen Oberkörper. Deinen Rücken. Dein Unterkörper. Deine Oberschenkel und Schienbeine, deine Unterschenkel bis in die Füße und die kleinsten Zehenspitzen ausbreiten lassen. Es ist wie eine wunderbar warme und angenehme Welle der Entspannung, die über deinen Körper fährt. Und es tut so wunderbar gut. Du kannst diese Entspannung gleich noch mehr vergrößern. Gleich werde ich dich bitten, deine Augen noch einmal zu öffnen. Und mit dem nächsten Ausatmen wieder zu verschließen. Und wenn du die Augen ein weiteres Mal geschlossen hast, dann kannst du dich noch mehr entspannen. Und dies ist ein Zeichen, dass du noch viel tiefer in die Entspannung gehen kannst. Öffne deine Augen jetzt noch einmal. Und schließe sie mit dem nächsten Ausatmen und geh noch tiefer in die Entspannung. Du gehst noch mehr in die totale Versunkenheit. Wie ein Stein, der ins Wasser fällt, sinkst du immer tiefer und tiefer. Und wie ein Stein in die Dunkelheit sinkt, und immer weiter hinunter. So lässt du immer mehr los. Der Stein sinkt, bis er seinen Platz am tiefen Grund langsam findet. Und so findest du auch in die tiefe Versunkenheit. Und Ruhe. Nun hast du all die körperliche Entspannung, die du brauchst. Ich möchte, dass du weißt, dass es zwei Arten von Entspannung gibt. Du kannst körperlich entspannen und du kannst dich geistig entspannen. Geistig entspannen heißt, das Bewusstsein leer machen, damit Platz ist für etwas Neues. Wenn dein Unbewusstes bereit ist, diese geistige Entspannung für sich zu nutzen, dann wirst du dich so schwer anfühlen, dass du tatsächlich das Gefühl hast, dass du nicht aufstehen kannst, weil du es nicht willst. Nun hast du schon bewiesen, dass du körperlich entspannen kannst. Und ich werde dir jetzt erklären, wie du dich geistig entspannen kannst. Ich werde gleich von 100 rückwärts zählen. Und mit jeder Zahl verdoppelst du deine geistige Entspannung. Wenn ich so auf diese Art und Weise zähle, dann bitte ich dich, die Zahlen mitzumurmeln oder sie dir zu denken. Wenn du mir nicht lange folgen kannst, dann ist dies ganz normal.
Und du bist tief in der Trance. Erlebe und fühle, wie gut es dir tut, dich geistig völlig zu entspannen. Bitte murmle leise die erste Zahl mit mir. Oder denke sie dir, solange du mir folgen kannst oder willst. 100. Und die nächste Zahl, die abwärts käme. Murmle oder denke sie dir. Und du kannst schon jetzt alle Zahlen, die nach 96 kämen, einfach kleiner werden lassen. Oder sich auflösen lassen, einfach verschwinden lassen. 99. Und die nächste Zahl und noch tiefer und noch weiter entspannen. 98. Alle Zahlen, die nach 96 kämen, können runterputzeln oder wegfliegen. Oder einfach verblassen. Die nächste Zahl noch tiefer entspannt. Noch weiter einsinken. 97. Alle Zahlen, die nach 96 kämen, sind schon jetzt verschwunden. Gleich zähle ich von 1 bis 10. Und bei jeder Zahl lässt du deinen Körper und deinen Geist gemeinsam wie ein Team viel mehr entspannen. Mit jeder Zahl, die ich sage, entspannt sich dein Körper und dein Geist noch viel mehr gemeinsam. Immer tiefer in der Versunkenheit. Eins. So ist es gut. Wunderbar, du machst es genau richtig. Zwei. Mit jedem Wort von mir, mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag wird deine Entspannung größer und größer. Gehst du tiefer und tiefer. Drei. Fühlst dich noch wohler. Vier. Du merkst, dass du alles hören kannst. Die Geräusche hier im Raum. Geräusche von draußen. Aber von nun an sind alle Geräusche völlig gleichgültig. Vollkommen egal. Egal wie laut oder wie leise, du machst es zu einem Zeichen für dich, dass deine Entspannung noch größer wird. Fünf. Der Atem kommt. Der Atem geht. Einfach tief versunken. Sechs. Und je mehr du versinkst, desto wohler fühlst du dich.
7. Je wohler du dich fühlst, desto mehr bist du in Gelassenheit. Acht. So ist es richtig, du machst das wunderbar. Neun. Freude mit jedem Atemzug und Harmonie in jedem Herzschlag. Zehn. So ist es gut, wunderbar. Du machst es genau richtig. Und stell dir jetzt einmal vor, wie du aussiehst und wie es sich anfühlt, wenn du jetzt die erreichte Entspannung einfach noch einmal verdoppelst. So ist es gut. Einfach fallen lassen, ganz tief. Du bist jetzt so tief entspannt, so angenehm entspannt, dass dein Verstand so empfindlich ist, so empfänglich ist, was ich jetzt sage. Dass alles, was ich dir sage, ganz tief in den unbewussten Teil deines Verstandes sinken wird. Und dabei einen so tiefen und anhaltenden Eindruck hinterlassen wird, dass nichts und niemand es dort herauslöschen kann. In diesem Zustand ist dein Unterbewusstsein im Vordergrund. Jetzt ist es bereit und offen für meine guten Worte und deine damit verbundenen guten Gedanken, Bilder und Vorstellungen. Daher werden alle Dinge, die ich in dein Unterbewusstsein bringe, immer größeren Einfluss auf dein Unterbewusstsein und deine Gedanken, Gefühle und dein Verhalten haben. Du bist ganz ruhig und völlig in Selbstvergessenheit. Du bist ganz in dir und völlig im Vertrauen. Immer mehr kommst du in deinem Sein und deinen tiefsten Empfindungen an. Immer mehr kannst du dich öffnen und in dich hineinfühlen. Du bist ein freies Wesen im Universum der Unendlichkeit. Du bist einzigartig im gesamten Universum. Und das Universum weiß um dein Sein. Es liebt dich und ist dankbar für das, was du leistest. Du erkennst nun immer mehr die Gesamtheit des Universums. Du stehst auf einem Planeten und blickst in das Universum. Es ist so wunderschön, die Galaxien und bunten Sternennebel zu sehen. Immer mehr bist du beglückt und immer mehr kommst du auf dem Planeten an. Da sind leuchtende Pulsare.
und unendlich viele Milchstraßen. Das sind bunte Nebulawolken. Alles leuchtet und wird beleuchtet. Hier ist der Geburtsort von so vielem. Doch kommt nichts dazu und nichts geht weg. Alles verändert sich nur. Dies ist eins der Gesetze von allem und gültig im ganzen Universum. In dir kommt immer mehr das Gefühl von Erkenntnis und Glück auf. Du verstehst, dass alle Informationen im Raum vorhanden sind. Und du darfst dich mit dem Raum verbinden und kannst alles erfahren. Dein Glück ist grenzenlos mit diesem Wissen. Jegliche Begrenzungen fallen jetzt. Und du beginnst zu schweben. Du schwebst durch den Raum und steigst auf zu den Sternen und Milchstraßen. Aus der Gruppe der Lichter löst sich ein Komet, der einen langen Schweif hinter sich hat. Und er kommt zu dir. Du vertraust ihm ganz tief. Und er fliegt unter dich. Und du hältst dich an ihm fest. Er nimmt Geschwindigkeit auf und du reist mit einer Schnelligkeit, sodass du Grenzen und Räume überwinden kannst, wie du es noch nie erleben durftest. Du bist tief in Trance und ganz im Vertrauen. Ein befreiendes und beglückendes Gefühl geht durch deinen Körper. Es wird ausgesendet von dem Kometen, an dem du dich festhältst. Er sendet dieses über Jahrmillionen gereifte Gefühl von beglückender Befreitheit in dein ganzes Sein. Von deinen Händen geht das Gefühl mit all der Entspannung in deine Arme und Schultern. Danach in deinen Hals und Kopf und es befreit so sehr. Und fließt dieses Gefühl von deinen Schultern in deinen Rücken und Oberkörper. Es löst so viele Verspannungen und entspannt dich immer mehr. Und fließt dieses befreiende Glücksgefühl in deinen Unterkörper und von da in deine Beine, Füße und die kleinsten Zehenspitzen. Du fühlst dich so gut und glücklich wie nie zuvor. Du fühlst dich so gut und glücklich in diesem traumhaften Universum. Der Komet ist so beglückt und erfreut, dass er wieder mit dir fliegen darf, sodass er immer schneller und schneller wird.
Jetzt fliegt ihr so schnell wie ein Lichtstrahl. Und es ist wunderschön, all die Dinge hier im Universum vorbeiziehen zu sehen. In der Ferne erscheint jetzt ein Nebulanebel. Er ist rötlich und wie eine Wolke geformt. Er kommt immer näher und näher. So fliegt ihr nun in einen Nebulanebel hinein. Es ist eine riesige rötliche Wolke. Diese Wolke ist so wunderbar ausgedehnt und enthält ein Gas, das farblich sichtbar ist. Doch erscheint es dir so wunderschön und vollkommen grenzenlos, dass du ergründen willst, warum dieser Nebel so konzentriert und so groß geworden ist. Du spürst, dass der Nebel immer mehr Kontakt mit dir aufnimmt. Und du spürst seine wunderbare Ausstrahlung. Er umhüllt alles mit Liebe. Dieser Nebel ist in seiner äußerlichen Form ein Gas. Doch in seinem wunderbaren Sein liegt der tiefe Sinn der alles umschließenden Liebe. Er liebt die Planeten, er liebt die Milchstraßen und die Sonnen, die er wunderbar rötlich umschließt. So breitet er sich immer mehr aus. Und nach dem Gesetz des Universums, innen wie außen, so wird er auch von allem wahrgenommen als eine Liebe, die tief in ihm wächst und die sich immer mehr ausbreiten darf und damit auch seine Schwingung. Kein Planet flüchtet, kein Sonnensystem ist gefährdet, denn seine Liebe verändert alles auf eine wunderbare Art. In dir zieht die tiefe Erkenntnis ein, dass Liebe in allem liegt. Es kann eine Gaswolke sein, es kann ein Planet sein und es kann ein ganzes Sonnensystem sein. Alles, was wir tun ohne Liebe, ist eine Ablenkung. Und nicht im Einklang mit dem Sein. So gibt es Hass. So gibt es Neid. So gibt es Selbstsucht. Und so gibt es Gewalt. All dies sind nur Ablenkungen von der Liebe. Und über die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte dürften wir erfahren, dass die Liebe, die Zuversicht und die Hoffnung immer gewonnen haben, auch wenn es manchmal Jahrhunderte gedauert hat. Aber das Leid fand ein Glück und aller Hass fand eine Liebe. Du verankerst tief in dir die Erkenntnis, dass Momente des Lebens ohne Liebe
eine Ablenkung sind, die dir Kraft, Mut und Energie kosten. Darum liebe, was du tust. Liebe, was du lebst. Liebe, mit wem du dich umgibst. Wenn du nicht lieben kannst, was du tust, dann verändere es, damit du es lieben kannst. Wenn du nicht liebst, was du lebst, dann verändere es, damit du lieben kannst, was du lebst. Wenn du nicht lieben kannst, mit wem du dich umgibst, dann verändere es, damit du die Wesen um dich lieben kannst. Du bist frei. Frei in jeder Sekunde, in jedem Atemzug und in jedem Moment deines wunderbaren Lebens. Doch diese Freiheit kannst du dir nur selbst schenken. Doch wenn du dir selbst diese Freiheit schenkst, dass du lebst, was du liebst, dass du dich umgibst, was du liebst, und dass du tust, was du liebst, dann wird dein Leben ein solches Geschenk, eine solche Herrlichkeit und so ein Glück, das dich so innig umarmt und dich in eine so hohe Schwingung versetzt, die dein ewiges Glück bedeutet. Du fliegst durchströmt von dieser tiefen Erkenntnis zur Liebe, durch diesen Nebula-Nebel, und du fühlst immer mehr dieses sanfte Streicheln deiner Seele und der Erkenntnis. Es fährt so ein sanftes Gefühl der Zärtlichkeit über deinen Kopf, deinen Hals, deine Schultern, Arme und Hände. Sogar über die kleinsten Fingerspitzen. Und immer mehr bist du beglückt und freudig über diese zauberhafte Begegnung mit dem rötlichen Nebula-Nebel. So fährt dieses beglückende und zärtliche Gefühl über deinen Oberkörper und deinen Rücken. Streichel dein Sein so sanft und erfüllend. Und fährt dieses herrliche Gefühl über deinen Unterkörper, deine Beine und Füße und auch über deine kleinsten Zehenspitzen. Es streichelt dich ganz sanft. Du weißt ganz tief in dir, dass dieser riesige rötliche Nebula-Nebel so viel Erkenntnis und Liebe in sich trägt, dass er Tausende und Millionen beglücken kann. Du bist tief in Trance und wunderbar in Harmonie mit dir selbst. So fühlt auch der Komet das Beglückende in diesem Nebula-Nebel. Und er zieht Kreise und Schleifen, die einen wunderschönen Funkenregen nach sich ziehen.
Der Nebula-Nebel ist beglückt. Und er sendet dir ein Gefühl, als schließe er seine Augen in tiefem Vertrauen auf dein Sein und deine Erkenntnis. Und verneigt sein Haupt ganz sanft vor deiner Existenz. Er vertraut und liebt dich ganz tief in seinem Sein. Auch du legst den Gedanken deine Hände aneinander und sendest ihm Liebe. Der Komet ist glücklich. Er ist glücklich, an deiner Seite zu sein. Und er schätzt es so sehr, dass er mit dir in diesem wunderschönen Kosmos der Gefühle unterwegs ist. So fliegt ihr nun aus diesem rötlichen Nebula-Nebel hinaus, und das gute Gefühl und die herrliche Stimmung werden deine Seele und dein Sein immer begleiten, wenn du es willst. Dein Sein ist so beglückt und so freudig, dass du immer mehr um diese befreiende Liebe und die wunderbare Möglichkeit durch die Liebe weißt und dass du von dem Kometen loslässt und dich der Galaxie und dem Universum anvertraust. So schwebst du durch die Galaxie und bist so in wunschloser Freude an dem tiefsten liebenden Sein, dass es dich so sehr beglückt. Dieses Glück darfst du fest verankern in dir. Nimm dieses Glück und diese tiefe Liebe in dein Herz auf und spüre sie ganz tief in dir. Ich lasse dich etwas mit deinem Gefühl in diesem wunderschönen Universum ziehen. Spüre es und nimm es tief in dir auf.
So bist du nun wunderbar beglückt und voller Freude. Das Universum liebt dich und es ist so glücklich, dass du ein Teil davon bist. So löst sich nun das Universum mit all seinen wunderbaren Dingen auf und verwandelt sich in Regenbogenlicht, das in dein Herz und dein Sein einzieht. Spüre dieses wunderbare Gefühl und diese unendliche Liebe, die alles im Universum und in dir verbindet. Du fühlst dich ganz leicht und geborgen, vollkommen wohl und glücklich. Gleich wirst du wieder aus der Hypnose auftauchen. Langsam schwimmt ein Fisch wieder vom tiefen Grund auf. Und so wie der Fisch aus der Versunkenheit und der Ruhe wieder in hellere Gefilde kommt, so kommst auch du langsam wieder zurück. Langsam steigt der Fisch immer weiter und stetig auf und kommt zurück an die Wasseroberfläche. Und genauso wie der Fisch wieder das Tageslicht und die Wasseroberfläche berührt, so tauchst auch du wieder aus der Hypnose auf. Ich zähle langsam von 5 bis 1. Und mit jeder Zahl, die ich sage, wirst du mehr und mehr aus deinem tiefen Entspannungszustand zurückkehren. Bei 1 öffnest du die Augen und bist hellwach, glücklich und vollkommen erholt. 5. Du bist noch immer tief entspannt und fühlst dich vollkommen wohl. 4. Dein Puls, dein Blutdruck und auch deine Atmung normalisieren sich langsam wieder. 3. Du bewegst leicht deine Zehen und spürst sie immer mehr. 2. Dein Puls und dein Blutdruck steigen nun wieder auf für dich normale Werte an. Und du fühlst dich ausgeruht und wohl. 3. Wenn ich nun die letzte Zahl sage, wirst du deine Augen öffnen
bist wieder vollkommen wach und fühlst dich absolut wohl. Eine angenehme und glückliche Stimmung wird dir auch im Wachzustand erhalten bleiben. Eins, öffne nun die Augen, du bist wach und frisch und du fühlst dich sehr wohl. Möge diese Hypnose möglichst vielen Wesen helfen. Liebe in allem.